Unser Aufwachsen und unsere Jugend ist geprägt von der Finanzkrise 2008, der sogenannten Flüchtlingskrise ab 2014 und der sich seit Generationen verschlimmernden Klimakrise. Wir wurden in diese Probleme hineingeboren und doch haben wir nur sehr begrenzte Möglichkeiten der Mitgestaltung. Das Bildungssystem ist eine Farce und reproduziert die herrschende Ordnung, während sie uns gleichzeitig unter Druck setzt und unsere Möglichkeiten der freien Selbstentfaltung eingrenzt. Wir werden aussortiert und nach Bedarf in das Wirtschaftssystem eingegliedert. Manche haben Glück und werden vielleicht so etwas wie Erfüllung in ihrer Arbeit finden. Doch für den Großteil der Menschen ist das nur eine schöne Vorstellung. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Denn unser Wirtschaftssystem ist nicht auf unsere Bedürfnisse und Fähigkeiten ausgerichtet, sondern auf Profit und die Ansammlung von Kapital. In dieser Logik sind faire Löhne, sichere Arbeitsbedingungen und unsere Umwelt immer ein Negativposten für die Interessen der Kapitaleigentümer. Ebenfalls in unsere Zeit fallen die Enttarnung mehrerer rechter Terrorgruppen. Die Gruppe, die am meisten Morde zu verantworten hat, der NSU, konnte über Jahre hinweg ungestört agieren. Es ist ernüchternd und besorgniserregend, wenn wir das immer selbstbewusstere Auftreten der Rechten, ihrer Parteien und Fußsoldaten im Kontext dieser Bedrohungen verstehen. Diese Kräfte arbeiten an einem nationalistischen Projekt, das schwerwiegende soziale, kulturelle und ökologische Folgen für unser Miteinander haben wird. Doch noch ist nichts entschieden. Wir als die Jugend und Zukunft dieser Welt müssen uns diesen Aufgaben stellen. Es ist an der Zeit, dass wir eine Haltung zu den Problemen entwickeln, uns organisieren und aktiv werden. Wir haben keinen Bock mehr auf den rassistischen Normalzustand, den Leistungsdruck in Schulen, Studium und Beruf. Der Vereinzelung und Vereinsamung unserer Zeit wollen wir unsere Freundschaft und Solidarität entgegensetzen. Wir wollen unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen. Denn kein Politiker, keine Politikerin wird uns retten. Nur wir selbst können eine Welt erschaffen, in der wir ohne Angst, selbstbestimmt und frei leben können. Deshalb wird der 1. Juni, der Internationale Kindertag, unser Tag. Fight for your future. Comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées. De vivre en travers, la rage cravée. Puis bien loin en arrière, la rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes volent ton enfant, pas. Imagine un mur et aboli la rage. Car impossible et cette paix t'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire. Et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur. Ces barricades et de béton, aurait-il peur de la nature. La rage, car il a oublié.